Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen hier zum Webinar Neue Deutsche Abo-Kurse für Selbstlernende und Lerngruppen. Mein Name ist Gottfried Zimmermann. Ich bin Professor an der Hochschule der Medien in Stuttgart, unterrichte Usability und Barrierefreiheit in dem Bereich Medieninformatik und mobile Medien. Und ich leite auch das Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit hier an der Hochschule der Medien. Das Kompetenzzentrum hat immer eine wechselnde Besetzung, aber ich zeige Ihnen mal so ein Foto von ja, einiger Zeit. Da waren wir ungefähr 15. Inzwischen sind einige gegangen, wieder neue hinzugekommen. Das ist normal so. Wir haben sehr viele hochqualifizierte Leute, die aus dem Studium kommen, auch schon im Studium gelernt haben, was Barrierefreiheit heißt und auch User Experience. Und unser Motto ist exklusiv inklusiv. Und zwar deswegen exklusiv inklusiv, weil wir sagen, ja, wir sind also ausschließlich inklusiv. Wir wollen wirklich helfen, auch unseren Kunden inklusiv zu sein. Und so ein bisschen Exklusivität ist natürlich auch dabei. Einfach barrierefreies Design ist einfach modernes Design. Das sollte man heute einfach mit bedenken und das gehört heute einfach dazu. Wir prüfen Websites, mobile Apps, Software, Dokumente. Wir beraten auch, zum Beispiel, wie man eine Erklärung zur Barrierefreiheit erstellt, wie man Barrierefreiheit in Organisationen umsetzt, zum Beispiel auch durch ein Reifegradmodell, das wir entwickelt haben. Und unter anderem eben auch, wie man Organisationen in der Mitarbeiterschaft so trainiert, dass man selber in der Lage ist, Barrierefreiheit umzusetzen, ohne ständig ja, diese Leistung, diese Dienstleistung von außen zukaufen zu müssen. Dazu bieten wir insbesondere unsere Weiterbildungskurse an und auch die Weiterbildungskurse richten sich an Bachelor, Leute mit Bachelorabschluss, die sich im Beruf weiterbilden wollen. Die dürfen natürlich auch Master haben oder mehr. Die können dann Master Credits erwerben oder die Kurse einfach so machen. Und dann haben wir ein besonderes Angebot, diese Mini-Workshops, wo wir 90 Minuten, zum Teil auch mehr, speziell für andere Organisationen oder Firmen, die Belegschaft schulen, zu bestimmten Themen. Und diese Mini-Workshops haben wir so gestaltet mittlerweile, dass man sie auch als selbstlernende Person, durchgehen kann oder als Lerngruppen. Und es ist ja so, also ich werde öfter gefragt, ja, geben Sie uns mal einen Vortrag, wir wollen unsere Mitarbeitenden schulen zu digitaler Barrierefreiheit oder machen Sie einen Workshop, darf aber nicht länger als 90 Minuten dauern. Und dann muss ich natürlich sagen, das wissen Sie auch, also 90 Minuten, das wird nicht funktionieren, dass man danach wirklich barrierefreie Dokumente oder gar Websites oder Apps erzeugt. Das Thema digitale Barrierefreiheit ist sehr viel komplexer, als man zuerst annimmt. Und das ist eigentlich immer so das erste Vorurteil oder Missverständnis, dass man denkt, Barrierefreiheit könnte man geschwind lernen, kann man so am Ende eines Projekts noch dranhängen. Und das funktioniert halt nicht. Was wir aber gemacht haben, ist diese Idee in kleinen Einheiten zu lernen, umzusetzen in Form dieser Mini-Workshops. Und wir haben eben verschiedene Themen ja, aufbereitet, die wir auch gehalten haben und da dazu diese Abo-Kurse gemacht. Und es ist ja heute im Trend, dass man sich selber Dinge beibringt, autodidaktisch lernt. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist sicher, man kann wirklich individuell lernen zu den Zeiten, wie man es möchte. Und man muss nicht irgendwo hinreisen dazu. Man kann es zum Beispiel auch unterwegs machen, als Pendler oder Pendlerin oder noch irgendwo auf dem Sofa. Das ist der Vorteil, man ist sehr flexibel. Der Nachteil ist, man braucht sehr viel Selbstdisziplin. Und wir sehen halt, und das ist eigentlich auch allgemein bekannt in der Didaktik, dass man schon irgendwo es gut ist, wenn man so eine Motivation hat, die von der Gruppe kommt. Also wenn man sagt gemeinsam, jeder von uns macht jetzt die Einheit so und so durch in diesem Kurs und dann reden wir darüber. Oder noch besser, wir bereiten alle eine Aufgabe vor und sprechen dann
darüber, wie wir das gelöst haben miteinander, einmal in der Woche oder alle 2 Wochen oder so. Oder man macht die Aufgabe gemeinsam, dass es ein bisschen mehr Spaß macht. All das ist sehr förderlich. Und dann kann man so eine Mischung machen zwischen selber lernen und in der Gruppe etwas zu vertiefen und im Dialog zu lernen, weil dann lernt man nochmal sehr viel mehr, wenn man etwas gegenseitig sich erklärt. Und wozu auch unsere Kurse nützlich sind, ist, wenn Sie selber sagen, ich bin eigentlich relativ gut schon in der digitalen Barrierefreiheit, ich kenne mich schon ganz gut aus. Ich würde gerne in meinem Unternehmen oder in meiner Organisation Workshops halten für intern. Aber ich habe nicht die Materialien dazu. Dann können Sie gerne hier auch unsere Abo-Kurse dafür verwenden und lizenzieren. So, jetzt habe ich relativ viel gesprochen. Jetzt geht es zum Inhalt der Abo-Kurse. Wir haben die gebündelt in verschiedene Pakete. Und da sehe ich gerade die Frage. Danke für die Frage. Finden Mini-Workshops, Abo-Kurse in deutscher Sprache statt, beziehungsweise könnte das auch in englischer Sprache stattfinden? Wir haben bewusst alles in Deutsch gemacht, weil es gibt schon Angebote in Englisch. Also da können Sie auch an andere wenden. Es gibt zum Beispiel DQ University. Oder ich will jetzt da keine Werbung machen, aber die sind zum Beispiel auch gut da drin. Wir wollen bewusst in Deutsch die Schulungen machen, weil eben für viele Leute das dann doch zugänglicher ist als in englischer Sprache. Wobei es heute auch kein Problem ist, mal die Folien kurz nach Englisch übersetzen zu lassen oder so. Nur wenn es dann um Aufgaben und den Dialog geht, ja, gemeinsam überlegen, wenn man eine Aufgabe macht, dann ist natürlich gut, man macht es in der Muttersprache. Ja, ich werde dann später nochmal auch auf weitere Fragen eingehen. Danke für alle Fragen. Ich zeige jetzt mal den Inhalt. Also, wir haben die grundlegenden Dinge in ein Basispaket reingemacht. Also, was ist Barrierefreiheit? Was sind Behinderungen? Was muss man beachten bei Word, bei PowerPoint und so weiter, bei Dokumenten? Und solche Dinge wie Gesetze und Standards. Wie sollte man sich da auskennen? Und wie macht man barrierefreie Veranstaltungen? Das ist unser Basispaket. Das sind eigentlich meistens so Einheiten, die man in einem Mini-Workshop in 90 Minuten schaffen würde, plus Zeit, eine Aufgabe zu lösen. Ich zeige da Beispiele dann gleich dazu. Und dann haben wir 2 Pakete. Da geht es um das Prüfen von Webseiten oder Websites sogar. Also wenn man mehrere Webseiten hat, die zusammengehören zu einer Domain. Einmal den Easy Web Check. Das ist bewusst an Leute gerichtet, die jetzt nicht HTML-Spezialisten sind oder Programmierer, Programmiererinnen sind, sondern die eher sich als Anwender sehen, die aber trotzdem immer mal wieder nachschauen müssen, ist denn die Website, die wir da geliefert bekommen von einem Vertragspartner, ist die auch wirklich barrierefrei, wie das eben auch vereinbart wurde? Man kann dann verschiedene Tools verwenden, Add-ins im Browser oder Bookmarklets. Und insgesamt kommt man dann auf eine ganz gute Entdeckungsquote für die Probleme. Wir haben auch eine Webseite, wo der Easy Web Check erklärt wird. Das wäre die hier. Ich poste das auch mal gerade in den Chat. Diese Checkliste und wie man vorgehen muss, das ist zunächst mal kostenlos, also können Sie sich gerne herunterladen. Wenn Sie aber wirklich geschult werden wollen, wie Sie damit umgehen, mit diesem Easy Web Check, wie man ihn am besten nutzt, dann empfehlen wir Ihnen eigentlich hier diesen Kurs zu machen, Easy Web Check, entweder als Mini-Workshop oder als Abo-Kurs. Wichtig, das ist kein vollständiger Test. Also es reicht nicht, um für sich Barrierefreiheit zu beanspruchen und das zum Beispiel in der Erklärung zur Barrierefreiheit zu sagen. Aber wir haben auch eine weitere Reihe oder ein Paket an Abo-Kursen und das Paket heißt Selbstbewertung von Websites nach BitV 2.0. Jetzt reden wir wirklich von Websites. Da muss man eben eine Auswahl treffen von Webseiten und schauen, ist denn was wirklich, ist die ganze Website barrierefrei? Und wir lernen in diesem
Kurs, der aus 8 Teilen besteht, wie man den BeakBeatV-Selbstbewertungstest durchführt. Der BeakBeatV-Test ist ja kostenlos verfügbar, wenn man ihn entsprechend ja, für sich selber nur verwendet und nicht irgendwie verkauft an andere. Jetzt hebt hier jemand die Hand. Ich bitte einfach, wenn Sie Fragen haben oder sonst was, dass Sie das in den Chat schreiben. Dankeschön. Das wäre also die Selbstbewertung von Websites nach BeakBeatV, nach dem Test. Und da muss man schon ein bisschen Hintergrundwissen mitbringen über Webdesign, über Webprogrammierung. Aber dann geht es und das Ganze sind 8 Einheiten mit ungefähr jeweils 90 Minuten Vortragszeit. Ist dann auch in den Abo-Kursen drin und dann gibt es auch noch Aufgaben. Und dann haben wir das Ganze auch in der gleichen Weise noch für den Easy App Check, also für Apps, für mobile Apps. Auch hier ist es wieder so, man kann mit einfachen Tools ungefähr 2 Drittel der Barrieren finden, ohne dass man jetzt ein Programmierer oder Programmiererin sein muss. Und dann haben wir aber auch wiederum die Selbstbewertung von Apps, dass man den BeakBeatV-Test für Apps selber durchführen kann und damit eben auch eine Erklärung zur Barrierefreiheit entsprechend unterstützen kann. Das heißt, wenn Sie diese Selbstbewertungspakete haben und Leute haben, die dafür qualifiziert sind, dann brauchen Sie auch keine Drittanbieter mehr damit beauftragen, eine Prüfung zu machen, um das dann in der Erklärung zur Barrierefreiheit zu behaupten, sondern Sie können dann selber sagen, wir sind barrierefrei, hier ist der Prüfbericht, den haben wir selber erstellt. Und das ist doch schon mal eine tolle Sache, wenn man nicht jährlich im Prinzip von Drittanbietern abhängig ist. So, jetzt schauen wir mal in das Basispaket rein. Da haben wir verschiedene Einheiten und ich wechsle dann jetzt auch gleich in die Browser-Sicht. Einmal eine Einführung zur digitalen Barrierefreiheit, dann lernen wir die Vielfalt der Benutzerbedürfnisse kennen und die damit entstehenden Barrieren im digitalen Bereich und aber auch Hilfsmittel und Adaptionsstrategien. Das ist ganz wichtig, dass man nicht nur rein springt in irgendwelche Checklisten, sondern dass man auch versteht, warum ist das so? Warum ist es wichtig, die Überschriften auszuzeichnen? Dass zum Beispiel man sich an den Überschriften orientieren kann und navigieren kann, bis hin zum Screenreader, der einem die Überschriften vorliest. Dann eine Einheit barrierefreies Multimedia, da geht es um Videos, natürlich um Untertitelung und Audiodeskription, aber auch um Videoplayer und wie die gestaltet sein müssen und auch zum Beispiel wie Webkonferenz-Tools, was da gelten muss. Und dann geht es um barrierefreie Word-Dokumente, was man da beachten muss. Wir haben ja auch die erweiterte Checkliste rausgebracht für barrierefreie Word-Dokumente, die sich an der EN 301549 orientiert. Das ist die Vorschrift nach BitV 2.0. Es gibt so viele Checklisten, Word und PowerPoint und Excel, aber schauen Sie doch bitte die Checklisten an, die es bei uns gibt. Also zumindest kann ich da sagen, dass die auch abgesprochen sind, zum Beispiel mit der Bundesüberwachungsstelle und dass die eben den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Und ansonsten gibt es auch viele Checklisten, die entweder zu schwach oder zu streng sind und wo man einfach dann auch nicht so richtig weiß, ist es jetzt das, was wirklich auch gefordert ist. Also hier barrierefreies Word, erweiterte Checkliste. Ich kann Ihnen auch mal in den Chat reinschreiben, aber ansonsten schauen Sie gern vorbei bei uns auf der Website. Das wäre das. Und dann haben wir das gleiche für PowerPoint und dann für PDFs. Sie werden ganz oft gefragt, wie mache ich PDF-Dokumente barrierefrei? Und es ist tatsächlich nicht so einfach. Das ist etwas vom Schwierigsten in der Barrierefreiheit, PDF-Dokumente barrierefrei zu machen. Wenn Sie es von Hand machen, dann ist es eine unglaubliche Arbeit und eigentlich eine Ressourcenverschwendung. Es gibt wenige Softwareprogramme, die das erzeugen können, auf Anhieb richtig machen. Word gehört nicht dazu und auch Adobe nicht, sondern man muss zurückgreifen auf entweder Common Look.
oder Access4. Das sind im Moment die beiden einzigen Softwarepakete, die es erlauben, wirklich PDF-UA-konforme Dokumente und Formulare zu erstellen. In unserer Schulung zeigen wir, wie das mit Common Look geht. Es hat ein bisschen Vorteile in der Hinsicht, dass man auch Formulare ganz gut gestalten kann, aber man muss bei Formularen dann trotzdem in Adobe Acrobat nochmal nachbessern. Wenn nicht unbedingt nötig, dann brauchen Sie nicht immer ein PDF machen aus irgendwelchen Dingen. Man kann auch ein paar PowerPoint-Foliensatz direkt im PowerPoint-Format weitergeben, so wie ich das mache. Oder man kann auch das Ganze so gestalten, dass man es aufs Web stellt oder so. Jetzt sehen Sie wieder hier die Folien. Und dann haben wir noch eine Einheit über barrierefreie Veranstaltungen, sowohl im physischen, also vor Ort, als auch im digitalen Bereich oder auch hybrid, was man da beachten muss, damit Menschen mit Beeinträchtigungen teilnehmen können. Und dann noch eine ganze Einheit Gesetze und Standards. Das ist ein bisschen trockener, aber für manche Leute natürlich sehr wichtig, dass sie wissen, was ist denn hier jetzt wirklich gefordert, an welchen Gesetzen muss ich mich orientieren. Insbesondere auch den Vergleich zwischen der BIT V2.0 und dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. BIT V2.0 gilt für die öffentlichen Stellen, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz für ausgewählte Bereiche der Industrie. Ja, und dann haben wir noch die anderen Sachen mit Easy, mit Web-Check und App-Check. So, und jetzt gehen wir rein und ich zeige Ihnen mal, wie das so aussieht. Ich glaube, darauf sind Sie am meisten gespannt jetzt. Ich schaue ein bisschen hoch zu meinem anderen Bildschirm, lassen Sie sich da nicht irritieren. Ich gehe hier rein sagen wir mal, in den Schnupperkurs. Das ist so, dass Sie hier gerne mal 14 Tage lang schnuppern dürfen. Sie müssen sich einfach dann eintragen in unserer MOOC-Plattform. Also wenn Sie hier auf unsere MOOC-Plattform gehen, fängt an mit mooc.hdm-stuttgart.de, da gibt es die Möglichkeit, sich zu registrieren. Ich zeige es Ihnen am Schluss, wenn ich mal ausgeloggt habe. Und dann können Sie schon mal ein Benutzerkonto anlegen. Dann gibt es auch 5 öffentliche Kurse im Moment, die Sie schon besuchen können. Diese Abo-Kurse gehören nicht dazu. Die sind normalerweise kostenpflichtig. Wir müssen uns selber finanzieren. Wir bekommen keine Unterstützung, weder von der Hochschule noch von öffentlichen Geldern. Deswegen müssen wir etwas verlangen für diese Abo-Kurse. Aber zur Preisliste sage ich später noch was. Wir versuchen das so erträglich wie möglich zu machen. Und wenn Sie dann ein Benutzerkonto angelegt haben, dann geben Sie uns Bescheid. Dann schreiben Sie am besten an dann schreiben Sie ein bisschen kdb-kontakt@hdm-stuttgart.de. Und dann können wir Ihnen ein Konto einrichten, sodass Sie mal 14 Tage lang schnuppern dürfen, auch kostenlos. Und dann können Sie immer noch entscheiden, ob es es wert ist, für sich oder für eine Gruppe von Leuten eine Lizenz zu kaufen. Also, wir sind ja jetzt im Basispaket. Und wenn Sie als Firma ein größeres Kontingent kaufen, dann legen wir auch ein extra Paket, einen extra Kurs für Sie an, sodass sich dann auch die Teilnehmenden untereinander verständigen können. Es gibt ein Kursforum. Im Moment in diesem Kurs können sich die Teilnehmenden nicht gegenseitig sehen, aber können es so einrichten, wenn Sie als Organisation eben ein Paket kaufen mit 20 oder mehr Teilnehmenden, dann richten wir für Sie selber einen Kurs ein und können sich die Teilnehmenden untereinander verständigen, auch im Forum austauschen über Aufgaben, über Treffpunkte, wenn man die Aufgaben bespricht oder auch einen bestimmten Startpunkt, wenn man eine Einheit gemeinsam anfängt und dann bespricht. Also das ist das Forum und dann gibt es auch die Möglichkeit, ein Zertifikat zu bekommen, wenn man verschiedene Dinge durchgemacht hat. Sie sehen, was ich da noch alles durchmachen muss, um das Zertifikat zu bekommen. Im Prinzip alle Einheiten von 1 bis 9 mit allen Untereinheiten. Und wenn ich die dann abgearbeitet habe und alle Quizfragen korrekt beantwortet habe, dann kriege ich hier, wird dann automatisch gezeigt, dass ich jetzt mir ein Kurszertifikat abholen kann.
Wir schauen uns jetzt mal einfach nur kurz die Einheiten an und dann gehe ich auch in eine Einheit rein. Einmal Einheit 1 ist die Einführung, dann Einheit 2 Vielfalt der Benutzerbedürfnisse. Wir haben immer ein Einleitungswort und Lernziele formuliert. Was sollte man dabei lernen? Dann können Sie auch schauen, was ist für Sie interessant. Sie müssen ja nicht alle Einheiten am Stück durchmachen, sondern man kann auch selektiv das lernen. Und dann also Word, PowerPoint, PDF. Und Formulare und dann Gesetze und Standards und Veranstaltungen. Das ist das Basispaket. Und jetzt gehe ich mal rein mit Ihnen in die Einführung. Das ist die Einheit 1. Ist auch immer eine Lernzeit angegeben. Da müssen Sie so ungefähr 211 Minuten rechnen. Also das ist schon etwas länger. Das sind also dann schon fast 4 Stunden. Und zwar ist das mit der Aufgabe zusammengerechnet. Und dann haben Sie die Lernziele und dann gibt es immer verschiedene Lektionen. Also die Einheiten untergliedern sich in Lektionen. Ich gehe mal in die Lektion 1, 2 Begriffe. Ich stehe dann immer dabei, was ich schon gemacht habe und was noch nicht. Jetzt gehe ich da mal rein, mache mal ein neues Tab auf dazu. Und jetzt gibt es auch eine Punktzahl. Das orientiert sich an den Quizfragen. Die schauen wir uns gleich noch an. Jetzt geht es um wichtige Begriffe. Ich kann dann eine PowerPoint herunterladen, um die Begriffe anzuschauen. So, jetzt lädt die PowerPoint. Ich kann mir die PowerPoint anschauen, aber noch besser ist, wenn ich einfach mir das Video anschaue. Und beim Video öffnet sich dann ein neues Fenster und dann wird mir erklärt. Wir benutzen hier die Plattform Panopto. Sie hören jetzt nicht, was ich sage, sonst würde das so ein bisschen übereinander gehen. Aber ich halte im Prinzip so eine kurze Vorlesung hier, so wie ich das auch in einem Mini-Workshop machen würde. Das Ganze ist mit Untertiteln versehen. Und man kann sich dieses Video anschauen. In dem Moment geht es jetzt fast 18 Minuten. Wir versuchen es immer so 10 bis maximal 20 Minuten zu halten, weil länger ist sowieso die Aufmerksamkeitsspanne nicht. Und wenn man das angeschaut hat, dann kann man zum Quiz gehen. So ein bisschen als Selbstprüfung, habe ich denn was gelernt dabei? Und jetzt kommt die Frage hier. Also es sind dann Fragen, die in dem Video angesprochen wurden. Wie wird Usability gemessen? Jetzt geht es mal ganz allgemein um Usability, bevor wir dann auf Barrierefreiheit kommen, als Spezialfall der Usability. Sagen wir mal Effektivität, Effizienz anhand einer großen Vielzahl von unterschiedlichen Nutzern. Wahrscheinlich nicht. Zufriedenheit. Oder wir machen es mal mit rein, reichen das mal ein. Und dann sehen wir, leider nicht, da war noch was falsch. Da war das Raten falsch. Ah, okay. Bei Usability geht es um eine spezifische Nutzergruppe in einem spezifischen Kontext. Das ist ja das Besondere an Usability, dass man sagt, okay, ich messe unter ganz bestimmten Bedingungen und bei der Barrierefreiheit wird es dann erweitert und auf alle Bedingungen, insbesondere mit auch mit Hilfsmitteln ausgedehnt. Ah, war nichts. Ich wiederhole. Ich habe jetzt Feedback bekommen, kann nochmal dazulernen. Weiß jetzt, okay, die Zufriedenheit, Effektivität, Effizienz ist richtig. Die Reihenfolge wird immer wieder variiert, also ganz so leicht ist es nicht, aber man kann es hinkriegen und ich habe jetzt hier mir die Punkte geholt. Ich habe jetzt einen Punkt von einem bekommen für diese Aufgabe oder für dieses Quiz. So, wie wird bei Accessibility gemessen? Das ist jetzt eine Single-Choice-Frage. Also dann denke ich, wie ein breites Spektrum unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Charakteristiken, Bedürfnisse und Fähigkeiten ein Produkt nutzen kann. Also das ist jetzt Accessibility. Das ist jetzt nämlich anders als bei der Usability. Okay, ich reiche das ein. Schauen wir mal, ob das stimmt. Jawohl, jetzt habe ich 2 von 2 Punkte. Kriege immer Feedback. Und jetzt, welche Kriterien müssen laut deutschem Recht für digitale Produkte erfüllt sein, damit sie als barrierefrei gelten? Und zwar ist wieder Multiple Choice. Sie müssen designt sein von Menschen mit Behinderungen. Sie dürfen nicht mit bunten Farben designt sein. Okay, also das ist schon erlaubt. Das ist ein Missverständnis, dass man meint, alles müsste schwarz-weiß sein, wenn es barrierefrei ist. Sie müssen nutzbar ohne fremde Hilfe sein und allgemein üblicherweise ohne Erschwernisse. Ja, genau, so steht es auch in der Behinderten.
Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes. Ja, also alles richtig, fortsetzen. So, jetzt habe ich die erste Lektion, das Ende erreicht. Und wenn ich dann jetzt wieder zurückgehe, zurückkehren zu dem Kurs, dann, ja, jetzt gehe ich wieder in Einheit 1, sehe ich, ah, okay, 1.2 habe ich erledigt, inklusive meiner Quizfragen. Und jetzt müsste auch, wenn ich bei dem Zertifikat nachschaue, diese eine Einheit nicht mehr auftauchen. 1.2 ist nicht mehr in der Liste von dem, was ich machen muss. Also ein bisschen Anreiz schaffen, dass man hier auch sich dran hält. Was ich jetzt auch zeigen möchte, ist, also wir haben Texte, wir haben vor allem diese Videos, wir haben die Folien und dann haben wir auch Aufgaben, die man alleine oder in der Gruppe machen kann und dann auch zusammen besprechen kann. Und ich schauen wir uns mal gemeinsam diese Aufgabe zu dem Mini-Workshop, also zu der Einheit barrierefreie Word-Dokumente an. Also da kriegt man ein Dokument, das nicht barrierefrei ist und soll es barrierefrei machen. Und man soll darauf achten, auf die Dinge, die man gelernt hat, Dokumentsprache und Sprachwechsel, Dokumenttitel, Ausrichtung des Textes und diese Dinge. Und dann gibt es ein Übungsdokument, das kann ich mir herunterladen und dann entsprechend barrierefrei machen. Ich habe mir das vorher schon mal runtergeladen. So, das heißt Übungsdokument hier. Also da ist eine Liste dabei, eine Tabelle, ein Link, Bilder, nicht zu groß, soll ja auch nicht so anstrengend sein. Bildchen, wo man dann auch beschreiben muss und dann eine falsche, das sehen Sie schon hier doch, ja, es ist schon eine Liste, aber da sind noch Fehler drin und dann gibt es auch noch fremdsprachige Wörter und dann können Sie versuchen, das barrierefrei zu machen, allein oder in der Gruppe. Und dann kann man auch sehen, wie man es richtig machen müsste, damit alles dann korrekt ist. Das ist also die Musterlösung, die kann man sich auch herunterladen. Und man kann sich auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Musterlösung herunterladen. Wie muss ich vorgehen? Was muss ich nacheinander machen? Wobei jetzt die Reihenfolge nicht unbedingt zwingend ist. Und dann gibt es auch noch ein Video, das mir zeigt, wie ich die Musterlösung mache, Schritt für Schritt. Ein Video hier. Und dann das Ganze geht dann 11 Minuten und wird dann gezeigt, wie ich das Dokument öffne und wie ich die einzelnen Schritte durchführe, sodass es dann barrierefrei ist, sodass ich dann auch wirklich genau sehen kann, was ich nacheinander machen muss. Und wir haben immer eigentlich Office 365 verwendet. Zunächst einmal, weil das die beste Unterstützung für Barrierefreiheit bietet. Aber wenn Sie ein älteres Office verwenden, insbesondere Office 2016, dann haben wir da zum Teil Anmerkungen, die wir hinzufügen noch, wenn man das dann zum Beispiel hier bei 4.2 habe ich das gesehen, dass man hier, Entschuldigung, das stimmt nicht. Ich schaue mal, wo das gerade vorkommt. Also da, wo etwas abweicht, bei Word 2016 haben wir nochmal Hinweise für Nutzende von Word 2016 verlinkt, sodass auch, wenn Sie eine ältere Word-Version verwenden, Sie damit klarkommen. Generell ist aus Gründen der Barrierefreiheit die neueste Version zu empfehlen, aber ich weiß, dass aus Datenschutzgründen oder auch Lizenzgründen manchmal auch ältere Versionen im Umlauf sind und wir versuchen, das zu unterstützen. Jetzt gibt es eine Frage hier, ob es zu jeder Aufgabe eine Musterlösung gibt. Ja, das ist richtig. Wir haben aber nicht für jede Aufgabe immer ein Video. Das Video ist für solche Aufgaben, wo wir Schritt für Schritt was zeigen möchten. Aber es gibt auch Aufgaben, wo man einfach zum Beispiel E-Curb-Cuts, also elektronische Curb-Cuts, sich ausdenken soll. Also das sind technische Innovationen, die für Menschen mit Behinderungen entwickelt wurden und die aber dann im Prinzip zum Mainstream wurden. Und da gibt es einfach nur ein Dokument. Es wäre jetzt da nicht sinnvoll, ein Video draus zu machen. Ja, danke, dass Sie sich auch schon selber die Fragen zum Teil beantworten. Ich werde nochmal auf die Fragen am Ende zurückkommen. Ich möchte jetzt zuerst mal einfach noch ein bisschen reinschauen lassen in die Dinge. Dann haben wir zum Beispiel hier so eine Einheit über Gesetze und Standards. Und
Auch hier ist wieder so aufgebaut, dass wir die einzelnen Lektionen haben und wenn dann die Quizfragen und das Video sich anschaut und die Folien gegebenenfalls und dann hier auch ein Erledigt erscheint. Und wenn wir jetzt mal auf die letzte Lektion hier schauen, dann sehen wir, ich lade jetzt mal diese PowerPoint-Präsentation herunter als Beispiel. Vielfalt an Gesetzen, die kann auch ziemlich erdrückend werden im Bereich digitale Barrierefreiheit. Hier sehen Sie, das geht von der UN-Behindertenrechtskonvention 2007 und dem Marrakesch-Vertrag bis hin zu den Standards WCAG 2 und EN301549 und die weiteren europäischen Standards, die vorgesehen sind zur Unterstützung des EAA, also European Accessibility Act. Und das wird hier alles erklärt, auch hier. Insgesamt ungefähr 90 Minuten und dann kann man die Quizfragen machen. So, jetzt würde ich noch einen Blick werfen in diese besonderen Kurse, wo es um das Prüfen von Websites und das Prüfen von Apps geht. Da habe ich hier einmal den Easy App Check Kurs und da steht Lernzeit ungefähr 4 Stunden. Das ist ein bisschen komplexer, aber es richtet sich wirklich auch an Leute, die jetzt kein HTML programmieren oder lesen können. Und dort gibt es zum Beispiel eine Werkzeugliste. Welche Werkzeuge brauchen wir denn für den Easy Web Check? Das verweist jetzt auf unsere Website des Kompetenzzentrums. Und da ist die Werkzeugliste dabei. Hier Werkzeuge, Browsererweiterung. Site Improve Accessibility Checker für Google Chrome oder Firefox und dann eine ganze Reihe von Bookmarklets und weitere Browsererweiterungen, die Sie vielleicht zum Teil schon kennen. Diese Werkzeuge tauchen zum Teil auch auf in der Werkzeugliste des BeacBitV-Test-Prüfverfahrens, aber wir haben nur diese Werkzeuge, die Sie auch benutzen können, ohne HTML-Kenntnisse zu haben. Ja, und dann gibt es eben auch hier wieder diese Lektionen. Insgesamt gibt es hier 13 Lektionen, weil es eben doch verschiedene Rubriken von Fehlern gibt. Und wir gestalten das so, dass man praktisch anhand der Werkzeuge jetzt entlang geht und alle diese Prüfkriterien, die man mit einem Werkzeug machen kann, die werden dann auf einmal abgearbeitet und dann kommt das nächste Werkzeug dran. Macht ja eigentlich auch Sinn. So, das wäre der Easy Web Check und dazu gibt es dann auch die Workshop-Reihe Selbstbewertung von Websites und die ist jetzt länger, also da wird 4 Stunden nicht reichen, sondern das sind 8 Einheiten und jede Einheit dauert 90 Minuten plus Aufgabenbearbeitungszeit. Also wenn Sie es richtig machen, dann sind Sie da schon eine Woche dran, aber Sie können unheimlich viel dabei lernen. Und Sie können später Ihre Website selber prüfen und das auch in der Erklärung zur Barrierefreiheit sich selber bestätigen. Das ist alles, was es braucht, um hier eben auch dann Konformität zu behaupten für sich selber, für die eigene Website. Da gibt es eine Einheit 0 zuerst und dann gibt es Einheiten, die immer die Prüfschritte, die es ja gibt bei dem BeacBitV-Test, in verschiedene Kategorien sortieren. Sie kennen das auch, dass die Prüfschritte zum Teil Sprünge machen und sie nicht so richtig schön beieinander sind. Zum Beispiel die Prüfschritte für die Tastaturnutzung sind ganz verstreut. Einmal alles mit Tastatur nutzbar, 9, 2, 1, 1. Und dann gibt es aber wieder welche, wo der Fokus sichtbar sein muss. Und wir haben das zusammen gemacht in Kategorien. Zum Beispiel hier die Kategorie 3, da geht alles um Tastaturbenutzung. Und das ist dann in Einheit 2. Und auch hier gibt es wieder Folien und Videos und Quizfragen und Aufgaben. Das heißt, Quizfragen gibt es hier, glaube ich, keine, da haben wir nur die Aufgaben. Weil das ist ja etwas. Doch, gibt es auch Quizfragen. Ja. Okay, wusste ich falsch. Und dann haben wir das gleiche noch für den App-Check, also Easy App-Check, wenn Sie Ihre mobilen Apps testen. Und dann auch Selbstbewertung von Apps, wenn Sie also wirklich Experte, Expertin sind und sich die Apps selber bestätigen wollen, dass sie barrierefrei sind und das dann auch in der Erklärung zur Barrierefreiheit eintragen möchten. So,
Das war so die Übersicht. Wie gesagt, wenn Sie ein Probeabo haben wollen, schreiben Sie an kdb-kontakt@hdm-stuttgart.de. Jetzt schaue ich mal auf die Fragen, ob es da noch Sachen gibt, die ich Ihnen beantworten kann. Und Sie können gerne auch noch mal neue Fragen stellen. Ich gehe mal schon hier jetzt einen Schritt weiter auf die nächste Folie, wo Sie gerne auch mir folgen können auf LinkedIn, wo ich einfach auch neue Dinge dann bekannt gebe, wenn ich irgendeinen Vortrag halte oder uns ein Webinar gibt. Und beim Newsletter, und da sind Sie dann auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. So. Also, ich gehe jetzt mal die Fragen hier durch. Also, deutsche Sprache, das hatten wir schon. Dann kann bei Lizenzierung ein eigenes Branding verwendet werden. Da müssten wir drüber reden. Also, das könnten wir machen, aber Sie sollten trotzdem natürlich auf jeden Fall irgendwo das Kompetenzzentrum als Ursprung mit angeben. Aber können wir gerne drüber reden, ist möglich. Dann gab es eine Frage. Also die nächste. Sollte man, wenn man die Kurse absolviert hat und einen Prüfbericht hat erstellen lassen, auch die HDM in der Erklärung zur Barrierefreiheit berücksichtigen? Ich verstehe jetzt die Frage so, dass man dann irgendwie noch verweist, wo man das gelernt hat oder so. Nein, das brauchen Sie nicht. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Prüfbericht erstellen, weil Sie gelernt haben in diesem Kurs Selbstbewertung für Websites, dann halten Sie sich einfach an die Regeln des BeakBeatV-Tests und den darf man ja verwenden als Selbstbewertung und dann brauchen Sie die HDM da nicht erwähnen oder berücksichtigen. So, dann ist Common Look auch auf Deutsch verfügbar. Das wurde ja schon beantwortet. Nein, ist es nicht. Das ist sicherlich auch ein Problem hier. Common Look ist an für sich sehr schön aufgebaut, aber eben nur in Englisch. Man geht praktisch die Prüfschritte nacheinander durch, die für PDFs vorgeschrieben sind, nach dem PDF-UA-Standard. Also PDF-UA1, das ist das sogenannte Matterhorn-Protokoll. Und es gibt da Prüfschritte, die kann man automatisch prüfen. Das macht Common Look. Und dann gibt es Prüfschritte, die muss man von Hand prüfen. Und man wird durchgeführt durch alle Prüfschritte, auch die von Hand. Und am Schluss wird dann ein Protokoll erstellt, dass man als Bearbeiter oder Bearbeiterin das Ganze durchgegangen ist und bestätigt, dass alles in Ordnung ist. Aber das ist eben nur auf Englisch. Gibt es für jede Aufgabe eine Musterlösung? Das habe ich schon beantwortet. Die Kurse sowie die interaktiven Dokumente sind wahrscheinlich auch barrierefrei zugänglich, oder? Ja, genau. Also das versuchen wir natürlich schon und da haben wir auch zum Ziel. Und schauen Sie nach, wenn es nicht stimmt, dann geben Sie uns Bescheid, dass den Anspruch haben wir, dass wir selber auch barrierefrei sein wollen. Und wir haben auch bei unseren Kursen immer wieder Leute mit Einschränkungen, auch sehr eingeschränkte und blinde Menschen dabei. So, sollte man, wenn man die Kurse absolviert hat, und, okay, das haben wir schon. Gut. Konzentrieren sich die Kurse inhaltlich auf Barrierefreiheit für blinde und sehbehinderte Personen oder gibt es auch Inhalte zu leichter Sprache? Sehr gute Frage. Also, es geht vor allem um die gesetzlichen Vorschriften zur Barrierefreiheit. Und da ist halt natürlich die Sache mit der leichten Sprache relativ wenig vertreten. Sie wissen wahrscheinlich, also für Dokumente und Webseiten oder Apps ist gar nicht vorgeschrieben, wie komplex oder wie leicht die Sprache sein muss. Es gibt lediglich die Vorschrift für Websites, dass man eine Erläuterung in leichter Sprache beifügt, die den Zweck der Website erklärt und die Navigationsmöglichkeiten und ob es noch weitere leichte Sprache gibt. Das ist das Einzige, was das Gesetz fordert in der Hinsicht zur leichten Sprache. Trotzdem haben wir zum Beispiel in der Einheit Vielfalt der Benutzerbedürfnisse schon auch kognitive Einschränkungen mit drin. Aber weil es eben im Moment bei den Bedingungen und bei den Prüfschritten nicht so stark vertreten ist, taucht es relativ wenig auf das Thema leichte Sprache. Aber ja, wir haben hier auch schon in der Vergangenheit mit jemand anders zusammengearbeitet, kann ich Ihnen auch gerne
die Kontaktdaten weitergeben. Ich selber und mein Team, wir sind nicht Spezialisten in leichter Sprache. Aber es ist natürlich trotzdem eine wichtige Sache. Wir kommen eher vom Technischen her. Nächste Frage: Wie viel Zeit muss ein Teilnehmer für die Basiskurse 1 bis 9 investieren? Ist das in einer Woche machbar? Ja, auf jeden Fall. Also die Basiskurse, die sind alle so erstmal so mit 90 Minuten Vortrag, außer die Einheit 2, wo es um die Vielfalt geht, da sind 180 Minuten veranschlagt und dann noch die Aufgaben dazu. Eine Woche ist machbar und Sie müssen auch nicht alles zusammen und gleichzeitig oder in einer Woche machen. Ja, lauter gute Fragen. Ich weiß nicht, ob Sie noch mehr Fragen haben. Ich habe Ihnen ja auf jeden Fall noch versprochen, dass ich Ihnen zeige, wie man sich registriert. Also ich kann hier ein Logout machen. Und jetzt, wenn ich hier eben nicht, ich bin jetzt auf mooc.hdm-stuttgart.de, wenn ich keinen Benutzernamen habe, dann kann ich unten angeben, neues Konto anlegen. Dann muss ich zuerst die Datenschutzerklärung abnicken. Dann muss ich bis ganz runtergehen und dann bestätigen. Und dann kann ich mir einen Anmeldenamen wählen und ein Kennwort und eine E-Mail-Adresse. An die E-Mail-Adresse wird dann eine E-Mail geschickt, die ich bestätigen muss. Und ab dann habe ich ein Benutzerkonto. Und dann, wenn Sie ein Benutzerkonto haben, dann können Sie zu uns kommen. Also zum einen können Sie die öffentlichen Kurse sich anschauen schon mal. Also ich kann jetzt hier mein Kennwort, ach, das habe ich jetzt gerade nicht, ja, aber ich kann es Ihnen woanders zeigen, im anderen Browser, da bin ich noch eingeloggt. So. Ja, also hier gibt es auch ein Bereich öffentliche Kurse, den kann man auf jeden Fall wählen, wenn man ein Benutzerkonto hat. Es gibt einen Lernkurs für das Knowledge Badge Barrierefrei Lehren. Das ist jetzt ganz neu herausgekommen. Da werden Sie auch in unserem Newsletter davon erfahren, wenn Sie den abonnieren. Und dann haben wir nochmal ältere Kurse, barrierefreies Lehren und Lernen, Einführung in die Barrierefreiheit im Web aus Sicht der Benutzer. Und wenn Sie dann aber in die APO-Kurse kommen wollen, dann schicken Sie uns eine Nachricht an kdb-kontakt@hdm-stuttgart.de und dann können wir Ihnen auch mal ein Schnupperabo einrichten. Das wäre die E-Mail-Adresse. Ja, gut. Jetzt gibt es noch eine Frage. Existiert auch ein Basiskurs, der die Programmierung von barrierefreien Webseiten beschreibt? Auch eine gute Frage. Also, das sollte man eigentlich lernen, zusammen mit generell Webprogrammierung. Also, ich würde mal behaupten, wenn man weiß, wie man prüft und worauf es ankommt und die Programmierkenntnisse hat, dann kann man auch barrierefreie Webseiten programmieren. Weil letztendlich muss man halt die Prüfschritte im Kopf haben beim Programmieren, worauf es ankommt. Es wäre natürlich eine schöne Sache hier, wenn alle Tutorien, die es im Web gibt oder sonst wo, wo es um Programmierung von Webseiten geht, wenn die gleich so lehren würden, dass Barrierefreiheit mit berücksichtigt ist. Das ist im Moment nicht so und diese Lücke können wir jetzt auch nicht füllen. Das wäre ein großer Aufwand. Das würden wir jetzt auch nicht schaffen mit unserem Team. Also Webprogrammierung ist inzwischen so vielseitig mit den ganzen Frameworks, die es gibt. Und bei jedem Framework muss man wieder einfach auch darauf achten, wie jetzt man genau die Regeln einhalten muss und ob das schon eingebaut ist oder ob man selber sich noch darum kümmern muss. Also das wäre schon eine größere Sache, aber natürlich wünschenswert, dass in Zukunft das auch immer mehr in Mainstream-Kurse eingebettet wird, dieses Wissen. Und ich glaube, wir haben jetzt so im Moment noch so ein, sagen wir mal, Generationenproblem, also die ältere Generation, so meine Generation. Wir haben Barrierefreiheit nicht von der Pike auf gelernt. Zumindest die Studierenden, die bei mir sind, die lernen das jetzt und die tragen das mit rein in die Organisationen und werden dann auch entsprechend die Websites später so gestalten. Und dann wird es auch immer mehr, glaube ich, zum Mainstream-Wissen. Und wenn dann neue Lernmaterialien entstehen, wie man Web programmiert, dann wird es auch
damit berücksichtigt sein. Das ist zumindest meine Hoffnung und mein Wunsch. Aber ja, bis dahin müssen wir im Prinzip Spezialkurse lehren, um dieses fehlende Wissen noch hinzuzufügen bei den entsprechenden Mitarbeitenden. Also überlegen Sie sich, ob das vielleicht was für Sie wäre, für Ihre Firma, für Sie selber, für Lerngruppen, die Sie machen könnten und dann vielleicht auch, sogar auch für Ihre Kunden. Also wir haben hier auch in Baden-Württemberg Organisationen, zum Beispiel auch das Kompetenzzentrum der Landesebene, die unsere Kurse zum Teil abonniert haben und es dann eben an die Leute weitergeben, die sie beraten. Dann können sie eben auch entsprechend auf die Materialien verweisen und trotzdem noch Hotline machen oder Beratungsworkshops machen auf Basis dieser Materialien. Genau, was ich noch zeigen wollte, ist die Preisliste. Und irgendwo hatte ich sie, Abo-Kurse, genau. Also das ist dann auf dieser Webseite Preisliste. Und da kommen noch mehr alle Pakete und da gibt es eine Tabelle. Und es ist so, wenn Sie eine Person sind, dann können Sie unser Basispaket ein Jahr lang nutzen mit 240 Euro. Das ist sehr günstig, wenn Sie es vergleichen mit Workshops oder auch mit anderen Angeboten von anderen Anbietern, Materialien einzukaufen. Und wenn Sie zum Beispiel noch den Easy Web Check dazu haben wollen, dann kostet er 60 Euro im Jahr. Genauso der Easy App Check auch 60 Euro. Und wenn Sie diese Selbstbewertung von Websites haben wollen, dann 240 nochmal dazu, also so viel wie das Basispaket. Und wenn Sie es für die Apps haben wollen, auch nochmal diesen Betrag. Und wenn Sie aber mehrere Personen sind, 10 oder 30 oder 100 oder noch mehr, dann staffelt sich das. Und im Prinzip können Sie ganz grob sagen, die dreifache Menge zahlen Sie den doppelten Preis. Also das ist dann so, dass Sie das sich nicht gleich wächst, sondern Sie kriegen da einen bestimmten Mengenrabatt. Sie müssen uns aber von Anfang an mitteilen, für wie viele Personen Sie das Kontingent haben wollen. Und dann richten wir das für Sie ein. Und dann kriegen Sie Ihren Kurs und können den bekannt machen mit entsprechenden Beitrittscodes, die Sie verteilen können, also ein Passwort, das Sie verteilen können, um beizutreten für Ihre Leute. Und wir können das dann natürlich auch verlängern und wir aktualisieren das auch nach einem Jahr, wenn es dann aktuellere Inhalte gibt. Und wenn Sie sagen, okay, ich weiß nicht, wie viele es sind, dann können Sie zum Beispiel mit 10 Personen mal anfangen und später nochmal erweitern auf 30 Personen. Und dann zahlen Sie halt den Differenzbetrag ein bisschen mehr noch als Differenzbetrag, weil wir müssen auch unsere Handlingkosten ein bisschen abdecken. Aber Sie können ja mal kleiner anfangen und dann schauen, wie weit Sie kommen. Ganz wichtig, es wird nicht funktionieren, wenn Sie einfach nur Ihren Mitarbeitenden sagen, hier gibt's was, sondern Sie müssen schon eine Strategie haben, wie Sie es in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Organisation einführen. Denn, also zum Beispiel über Lerngruppen, auch dass man vielleicht bestimmte Awards, also Belohnungen gibt, dass man vielleicht, wenn man so das Zertifikat dann sich erwirbt, dass man, ich weiß es nicht, vielleicht nochmal einen Urlaubstag mehr kriegt, so sehen Sie da kreativ. Also Sie müssen irgendwas machen und dann auch in Ihrem Unternehmen natürlich nachprüfen, ob auch Barrierefreiheit angewandt wird, weil von alleine wird es nicht gehen, das zeigt die Erfahrung. Jetzt die Frage, Zusatzmodul ohne Basispaket, ja, auch das ist möglich. Also Sie können auch nur das Zusatzmodul buchen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt interessiert sind an Website, Selbstbewertung, sowas. Klar. Haben Sie denn noch Fragen? Ansonsten. Ja. Wenn nicht, ich danke auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit und gerne können Sie auch andere dann auf dieses Webinar hinweisen, wenn die Aufnahme zur Verfügung steht und wünsche Ihnen noch eine schöne Sommerzeit, egal ob mit oder ohne Urlaub und wo Sie auch hingehen. Super, dass Sie dabei waren. Danke für Ihre Zeit und alles Gute und viel Erfolg beim Umsetzen von Barrierefreiheit. Tschüss.